So, da sind wir zurück zu einer weiteren Folge Lost Viking Kingdom of Woman, obwohl wir ein Mann sind. War das F11 oder F12 bei Steam mit Bild machen? Ah, sehr schön. So, palim palim. Hier geht's weiter. Kann man eigentlich irgendwas craften? Ich habe ein Flint. Da steht was mit Space. Flint needs to light of fire. Rohmaterial used to craft wooden object. Ja, aber wie? Wie kann ich da was machen? Das ist die Frage. Und ich bräuchte vielleicht bald mal was zu essen. Man müsste die Mausempfindlichkeit noch einstellen können. Also auf jeden Fall gibt es erstmal Lob an die Entwickler. Denn ich feiere das Spiel. Das ist ja gerade die zweite Folge, die ich aufnehme. Und ja, ich feiere das jetzt schon. Okay. Oh, ich muss da hoch. Ich feiere das und es gibt aber einiges, was man noch machen müsste. Zum Beispiel die Maussensibilität, dass man die Tasten eventuell umlegen kann und. So, da geht's hoch. Wie kommen wir da hoch? Hier auf jeden Fall nicht. Und was war das? Okay. Dazu sage ich jetzt mal nichts. To start a fire. Ich soll hier ein Feuer machen. Aber wie? Oh, ich muss dort irgendwie hoch, so wie es aussieht. Hier kommen wir nicht hoch. Okay. Ach, hier hinten geht's weiter. Oh, okay. Okay. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Man kann hier durch. Hä? Lol, okay. Zewa crouchen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Show Legend, O Camp. Kuwe, Space. Map. Wir drücken mal H.
Okay, O geht nicht. Warum auch immer. Ja. Show Legend. Geht nicht. Oh, was hab ich? Oh, ach so. Q geht auch nicht. Look for place. Ja, ich muss dort hin, aber wie? Ah. Okay, wir heißen Ragnald. Interessant. Checkpoint war ganz oben. Fragezeichen, genau. Ich hätte gern einmal die Hilfe. Gibt's hier sowas? Nö. Da kann ich das nur wegwerfen. Look around, remove item, zoom in out map. Ich verstehe das gerade nicht, was die von mir wollen. Look for a place to rest and treat your round. Man kommt hier aber nicht hoch. Da oben liegt... Ach, da liegt nur ein Stein. Ah. Aber wie soll ich hier bitte schön hochkommen? Ich muss da lang, denn wenn ich jetzt da lang laufe, müsste ich hier eigentlich irgendwo hochkommen. Beziehungsweise ich muss durch den Sumpf. Also wieder zurück. Wow. Oder wir gehen einfach hier lang. Ja, so einfach kann es gehen. Oh, eine altertümliche Schubkarre. Oh Gott, schaffe ich das darüber? Ja. Und? Ne, das geht leider nicht. Also gucken wir uns da oben weiter um. So, kurz ausdauern, ein bisschen Regen. Und hier geht's wieder zum Sumpf. Zumindest sind wir hinterm Sumpf. Okay.
Ja, da kommen wir nicht weiter, ich weiß. Oh, hier haben wir was. Hier haben wir wieder Holz. Old Clothes. Crafting Fabric Item. Kann ich das nicht anziehen? Nee. Oha! Da hinten brennt was. Da möchte ich aber noch nicht hingehen. Ich will mich hier noch ein bisschen weiter umgucken. Ah, hier kommen wir nirgendwo hoch. Ah, gibt es hier noch irgendwo was? Ich frage mich allerdings, warum das Spiel The Lost Viking heißt. Warum sind wir hier der letzte Wikinger? Da hinten brennt, da ist ein bisschen was zerstört gewesen. Wurden wir eventuell von irgendjemandem angegriffen? Das würde mich halt mal interessieren. Okay, check the camp. Oh. Dann checken wir mal unser Camp aus. Ich brauche noch ein bisschen was. Noch ein so ein Gestrüppteil. Das werden wir doch hier irgendwo sicherlich finden, ne? Stock kann ich nicht aufheben. Das sind nur ein paar Blümchen. Da ist ein Aussichtsturm. Okay. Green Herb. Okay, hier, oh, hier haben wir es doch. Hier scheint wohl mal eine richtig fette Siedlung gewesen zu sein. Ja. Mal gucken, ob wir die wieder komplett aufbauen können. So, wir gehen aber zurück und mach erstmal unser Camp fertig. Craft. Nice. Tutorial hin. Small Patch. Ich brauche noch ein grünes Zeug. Stone Blade. Ja komm, wir machen mal das. Jetzt haben wir Seile. Interessant.
Jetzt können wir uns ein Messer craften. Tools. So. Messer. Hallo? Hä? Wo ist das hin? Ich hab das doch gerade ausgerüstet. Wo ist das hin? Jetzt sag mir nicht, das ist weg. Das ist weg. Wow. Okay, wir müssen noch ein bisschen was suchen. Aber ob wir die restlichen Ressourcen finden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.